jung war, wurden die alten Drachen von den Göttern auserwählt, das Gleichgewicht zu wahren. Die göttliche Ordnung missachtend, schürten finstere Mächte Verrat und Zwietracht. Drachen, erfüllt von Neid und Gier, ließen die Welt und ihre Völker entflammen. Und nur unter großen Opfern konnten die alten Drachen die Ordnung stets widerrichten. Nach der letzten Schlacht zogen sich die Elfen aus den Ruinen ihrer brennenden Städte in die Auen und Wälder zurück, endlich Frieden zu finden, jenseits aller Gier nach Macht. Den Verrat der Drachen konnten die Zwerge nie vergeben. In ihnen lodert das Feuer der Schlacht noch immer. Drachen gleich welcher Art betrachten sie als ihre größten Feinde. Aus der Asche vergangener Reiche stieg das junge Volk der Menschen empor. Es verdankt dem Eingreifen der alten Drachen das Aufblühen seiner Kultur und verehrt sie als Hüter des Gleichgewichts der Welt. Doch die alten Wächter sind längst vergangen. Und die Völker ahnen nicht, was mein Auge sieht. Wieder schüren finstere Mächte Verrat und Zwietracht. Doch meine Kraft schwindet. Und viel bleibt zu tun. Glut des Berges, forme dich! Gleißendem Stamm, dem Helden zu dienen, dem Feind zu besiegen. Woho, was für ein gewaltiges Intro, ja. Und falls euch die Stimme bekannt vorkam, Thilo Schmitz heißt der Sprecher und ihr kennt ihn sicherlich als Tiag von Stargate, genau, der ist das. So, aber jetzt erst einmal herzlich willkommen zu Let's Play Drakensang, mein neues LP-Projekt und Mann, ich freue mich da wie ein Schnitzel drauf, ja. Ach ja, Drakensang, das ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele und in diesem ersten Part werde ich euch sicherlich noch sehr, sehr viel erzählen und erklären. Heißt, in den nächsten Parts wird es dann auch noch mal ein bisschen schneller gehen, was das Voranschreiten der Handlung betrifft. Kurz vorweg, also ich habe Drakensang schon sehr oft gespielt und werde euch, kenne es wirklich durch und durch und wir werden auf jeden Fall ein 100% machen für den Charakter, den wir dann spielen. Sonst müsste man ja alle Charakter durchmachen, das schaffen wir nicht. Und genau, ihr werdet auch Secrets und Easter Eggs von mir gezeigt bekommen. Und für alle, die Drakensang nicht kennen, vielleicht kurz erwähnt. Drakensang ist ein klassisches Rollenspiel. Soll heißen, wir haben nachher eine ganze Gruppe von Leuten, mit der wir unterwegs sind. Wir haben jede Menge Eigenschaften und Talente, die wir im Laufe des Spiels verbessern können. Und die Kämpfe sind auch rundenbasiert. Das ist so sehr typisch einfach für klassische Rollenspiele. Und damit steht Drakensang auf jeden Fall in der Tradition mit großen Games wie Baldur's Gate zum Beispiel. Genau. Und was auch noch wichtig wäre, Drakensang basiert komplett auf das Schwarze Auge. Das ist eine alte, naja, eine Pen-and-Paper-Reihe, eine sehr bekannte. Und das ist natürlich wunderbar, denn so hatten die Entwickler einen riesigen Fundus an einem bestehenden Göttersystem, wunderbaren Landschaften, Städten, Völkern, das war alles schon vorgegeben und konnten sich natürlich kreativ so wunderbar austoben und auf einen sehr reichen Schatz an tollen Dingen zugreifen und das haben sie wunderbar hingekriegt. So, ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an, bevor ich hier schon zu viel laber, einfach mal ein neues Spiel. Sei mir gegrüßt. Dunkle Zeiten sind es, in denen ich mich an dich wende. Viel ist in den letzten Jahren geschehen. Ich habe mich in Dinge verstrickt, die kaum mehr zu entwirren sind. Um dies zu bewerkstelligen, brauche ich dringend jemanden von außerhalb. Ein unbekanntes Gesicht.
Mein Haus befindet sich am Praiosplatz in Ferdok, gegenüber dem Tempel. Ich weiß, ich kann auf deine Hilfe zählen. Möge Aves dich auf deinem Weg geleiten. Dein alter Freund Ardo. Sollte ich nicht anwesend sein, wird mein Hausverwalter dir sagen können, wo du mich finden kannst. So, wir haben also einen Brief von Ardo erhalten. Und bevor wir uns dann auch auf den Weg zu Ardo machen, müssen wir erst einmal bestimmen, wer wir denn sein werden. So, und das machen wir hier. Wir können wählen, zum einen zwischen Mann oder Frau und, große Überraschung, wir werden dieses Let's Play als Frau durchspielen. Folgende Gründe. Ich habe es ja schon oft gespielt und ich muss sagen, so als Frau war das irgendwie doch stellenweise einfach nochmal witziger, fand ich. Aufgrund bestimmter Dialoge, die es dann gibt und hat mir einfach irgendwie besser gefallen. Und abgesehen davon hat es jetzt ja auch schon bei Elite Force wunderbar funktioniert, als Frau zu spielen. Und jetzt denke ich mir einfach, ja, mache ich mir halt einen Namen als der Let's Player, der immer die Frauen spielt. Genau, so. Und dann können wir natürlich noch zwischen verschiedenen Völkern wählen. Zum Beispiel Menschen, kurz Mittelländer genannt. Da gibt es hier welche aus Gareth oder auch aus Andergast. Sind dann natürlich immer unterschiedliche Eigenschaften, die man dann so hat. Je nachdem, aus welcher Kultur man stammt. Man kann als Tulamide spielen. Das ist so ein orientalisch orientiertes... Oh Gott, Leiti, was laberst du da? Also ein orientalisches, eher so ein Wüstenvolk. So. Und Piraten aus Torval gibt es. Die Amazonen, welche man nur als Frauen spielen kann. Die Auelfen. Dann haben wir die Amboss-Zwerge. Die kann man nur als Mann spielen. Was ich jetzt schade finde, weil es gibt auch weibliche Zwerge in Drakensang. Naja, egal. So. Und wir werden spielen als Auelfin, genau, und zwar als Waldläufer, Waldläufer-Auelfin, so, mit der Hauptprofession auf Bogenschießen, habe ich in der, genau dieser Konstellation schon mal durchgespielt und deshalb fand ich richtig genial, weil man hat dann nochmal die zusätzliche Challenge, wenn man so zum Beispiel den Kämpfer-Elf nimmt, der dann eher mit so einer schwertähnlichen Waffe kämpft, Tara nennt sich das, die hat man ja immer, die verliert man ja nicht. Pfeile, die können einem ausgehen. Und das sorgt nochmal für ein bisschen mehr Aufregung. Deswegen werden wir das so machen. Und ich fand das irgendwie... Ich mag Bogenschützen. Meine Freundin ist eine und ich mag Bogenschützen. So. Genau, kommen wir zum Namen. Da kann man hier schon per Zufall sich was bestimmen lassen, wenn man so auf diesen ich laber mich heute im Kopf und Kragen. So, auf diesen Würfel klickt. Ein W20 ist das, glaube ich. Und achtet mal auf die Nachnamen, da gibt es hier so ein paar schöne Baumhüter, Goldenkind, Lichtweber, Schattenreiter, Mondlachen, das ist ja süß. Feuerbringer, also die Elfen haben hier alle sehr beschreibende Nachnamen. Ist bei den Völkern übrigens auch unterschiedlich, wenn ihr das mal hier sehen wollt. Zum Beispiel die Torvaler, da klingt das alles sehr nordisch. Grit, Herjolfotir oder Geirulul, irgendwas auch immer. Sygin Tor, Hallodotir, genau. Hallodotir, ja, richtig. Oder die Tulamiden ist dann sehr arabisch, so Esribe Chazir Dunya. Baraka Mesetsuni oder Moira Sulmansuni. Ja. Und kommen wir noch zu den Zwergen, da ist das auch sehr klassisch. Garnim, Sohn des Himmelgrim. Derkam, Sohn des Zandrim. Balum, Sohn des Zinkgrim. Hognim, Sohn des Ishamosh. Genau, so. Also, kommen wir zurück zu unserer Elfin. So. Und ich habe mir auch schon einen schönen Namen ausgedacht. Wir werden sie nennen Nurien. Eibenpfeil. Den Namen habe ich mir teilweise selber ausgedacht, teilweise über so ein Würfelding hier kombiniert. Und den finde ich sehr schön. Nurien gefällt mir einfach irgendwie als Frauenname, so für Elfen. Und Eibenpfeil, ich habe mir gedacht, wenn wir schon eine Bogenschützin spielen, könnte sie ja in ihrem, ja, also bevor sie sich hier auf die Reise begeben hat, ihren Lebensunterhalt als Jägerin verdient haben. Passt ja auch so von der Kleidung. Und da fand ich Eibenpfeil sehr treffend. Zudem, da die Elfen ja immer beschreibende Nachnamen haben, fand ich das sehr, sehr gut. So. Gehen wir noch in den Expertenmodus und werden noch ein paar Eigenschaften selber bestimmen. Man hat jetzt hier schon im Vorfeld was eingegeben, das man direkt so übernehmen kann. Wir hätten das Spiel also auch gleich starten können. Aber finde ich nochmal schöner, wenn man da selber die Kontrolle drüber hat. Man kann jetzt auf dieses Ding hier drücken, dann ist alles zurück. Aber so grundsätzlich finde ich das schon okay, wie das eingestellt ist. Deswegen, wenn wir bloß bei ein paar Eigenschaften jetzt hier Punkte wegnehmen, damit wir wieder welche zum Vergeben haben. So, Fallenstellen, so ziemlich eines der unnötigsten Talente im Spiel. Schade, dass wir nur einen Punkt wegnehmen können.
Wildnisleben war jetzt auch nicht so wichtig, auch für Elfen nicht. So, Raufen, das wäre quasi purer Faustkampf, wird so ziemlich nie zum Einsatz kommen, reicht uns ein Punkt. So Attributo Mut ist ein Zauber, mit dem man seine Gefährten kurzzeitig, schneidiger machen kann, sage ich mal. Und Sanftmut nehmen wir auch mal weg. Damit haben wir jetzt 67 Punkte. Und wir werden auf jeden Fall auf Tier- und Pflanzenkunde was setzen. Pflanzenkunde sogar 10. Das hat mit einer Quest zu tun, die wir hier bekommen werden. Mit einem kleinen Easter Egg bereits. Ja, so schnell geht das. Bogenbau nehmen wir noch einen rauf. Vielleicht Heilkunde Gift und noch Heilkunde Wunden. Ja, das ist erstmal gut. Ich werde euch im Laufe des LPs das auch nochmal alles ganz genau erklären. Das will ich jetzt nicht gleich im ersten Part machen, sonst wird das zu viel der Informationen. Aber das kriegt ihr dann noch mit, was hier was macht. Genau, dann starten wir mal das Abenteuer. Wichtig wäre zu sagen, dass ihr euch beim Vergeben der Punkte auf jeden Fall wirklich spezialisiert. Also Allround-Charakter zu erstellen, die einfach alles können, ist absolut unsinnig. Bringt gar nichts, weil dann fehlen einem nachher wichtige Punkte. Bestimmte Eigenschaften, also jeder in der Gruppe sollte Experte auf einem Gebiet sein und die Eigenschaften, die man nicht hat, deckt man eben durch das entsprechende Teammitglied ab. Das ist so die oberste, wichtigste Grundregel für dieses Spiel, wenn ihr das mal selber machen wollt. Genau, so, wir haben unsere erste Quest. Ich lese mal vor. Mein alter Freund und Mentor Ardo vom Eberstamm hat mich in einem Brief gebeten, ihn so bald wie irgend möglich in Ferdok aufzusuchen. Freilich habe ich sofort meine 7 Sachen gepackt und mich auf dem Weg zu ihm gemacht. Genau. So, wir sind also auf dem Weg nach Ferdok und kommen jetzt hier gleich in das Dörfchen Avestreu. Erzähle ich euch mal kurz was zum Göttersystem. Aves ist einer dieser Götter, zuständig hauptsächlich für Landwirtschaft. Und ja, das ist ein sehr bäuerliches Dorf, von daher passt dieser Name wunderbar. Werdet ihr in diesem Laufe des Spiels noch merken, das ist sehr viel Liebe zum Detail, auch was die Namen betrifft, finde ich wirklich wunderbar. Und was ich auch noch sagen kann, Drakensang ist ein sehr dialoglastiges Spiel. Man kann sehr, sehr viel reden. Das werden wir auch machen, aber ich werde die Dialoge, also ich werde nicht alle Dialoge lesen. Ihr habt natürlich immer die Chance, auf Pause zu drücken und dann selber nochmal alles nachzulesen. Aber vorlesen werde ich wirklich nur die Dinge, die ich jetzt für wirklich wichtig erachte, okay? Weil sonst würden wir Stunden nur mit Reden verbringen. Ich werde trotzdem alle Dialoge durchgehen aus folgenden Gründen. Das auch nochmal für alle Leute, die es vielleicht selber spielen wollen. Ihr bekommt Erfahrungspunkte, wenn ihr mit Leuten redet. Nicht unbedingt immer sofort, aber ganz, ganz oft, wenn ihr wirklich alle Dialogoptionen mit den Leuten durchgeht. Das gibt sehr oft Bonuspunkte. Lohnt sich also, auch wenn man das so erst gar nicht merkt. Und ihr kommt so ganz oft an bestimmte Nebenquests, die ihr nur so erreicht. Da stecken unfassbar viele Easter Eggs und auch Geheimnisse dahinter. Und das will ich euch auf jeden Fall zeigen. Von daher werden wir sehr, sehr viele Dialoge führen. Aber ich werde das versuchen, so gut es geht, abzukürzen. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare packen, wie ihr das so findet. Natürlich werde ich vieles auch synchronisieren, also mir sehr viel Mühe geben beim Vorlesen. Und ja, okay. Laufen wir mal über die Brücke. Und da hat uns auch schon jemand bemerkt. Und dann wollen wir mal reden. Haltet ein. Ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Gibt es denn ein Problem? Ich bin weit gereist und möchte noch vor Sonnenuntergang in Ferdok ankommen. Und ob es eins gibt, erst kommt die Verstärkung nicht und nun ist auch noch Ferdok abgeriegelt. Und das, obwohl schlimmste Mordbuben diese Gegend unsicher machen. Würde ja zu gerne wissen, was da los ist. Zurzeit erhalten nur hohe Würdenträger und Reisende mit gutem Leumund einen Passierschein. Es mag ja alles sein, aber ich muss wirklich dringend nach Ferdok. Würde diese Einladung des Markgrafen vom Eberstamm ausreichen, um einen Passierschein zu erlangen? Ein angesehener Name, aber ohne zwei direkte Fürsprecher habt ihr beim alten Nandor wenig Aussicht auf Erfolg. Er ist der Zöllner, der den Wegposten zu bewachen hat. Es unterliegt allein seiner Verantwortung, wer eine Weiterreise nach Ferdok genehmigt bekommt. Okay, dann wollen wir ihm mal ein paar Fragen stellen. Genau, wer könnte denn als Räumungszeuge in Frage kommen? Vielleicht schon. Da kam vor einiger Zeit so ein alter Zausel vorbei. Brimborium oder Randorium oder so ähnlich. Er hatte zwei junge Burschen im Schlepp, die dümmer waren als Selema Sauerteig. Trotz allem hat er irgendwie einen bedeutsamen Eindruck gemacht. Wichtig daher geredet hat er auch. Vielleicht kann er euch helfen. Warum sollte ausgerechnet dieser Kerl helfen können? Wo finden wir ihn? Ja, und der hat jetzt halt so einen wichtigen Wisch aus Gareth dabei und er wird dann wahrscheinlich im scharfen Schwert dem Gasthaus anzutreffen sein. Wollen wir noch ein paar mehr Fragen stellen? Was müssen wir denn sonst noch so wissen? Genau, und jetzt sagt er, dass wir ihm eventuell bei der Jagd nach den Dieben hier helfen könnten und dass es ein Kopfgeld darauf gibt.
Genau, was ist denn so besonders an dieser Mordbande? Ja, das sind halt ganz, ganz üble Typen, die nicht nur ausrauben, sondern die Leute auch anschließend auch gleich noch umbringen hier. Ist ja furchtbar. Ja. Das wäre schon gut, wenn wir die plätten können. Okay, müssen wir aufbrechen. Auf bald. Ja, also so würde ich das wahrscheinlich machen. Ne? Ich kenne das Spiel und die Dialoge, ja, und dann werde ich euch das immer zusammenfassen. Aber ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare packen, wobei ich das lieber ist, wenn ich dann wirklich alles vorlese. Aber das würde sich dann sehr in die Länge ziehen. So, wir werden jetzt gleich einmal hier ein paar Pflanzen ernten. Wie schon gesagt, da gibt es so eine Quest hier, die mit einem großen Geheimnis verbunden ist, wo man an sehr, sehr viel Geld kommen kann. So, zwei Einbeeren. Da hinten dürfte es gleich nochmal welche geben, genau. Wollen wir mal gucken, ob wir diese hier noch geerntet kriegen. Das funktioniert nämlich nicht immer. Sowas kann auch mal schief gehen. Nur eine einzige, nur das ist ja mickerig. Aber okay. Ja, und hier gibt es dann noch Wirselkraut. Das können wir auch gleich nochmal ernten. Ja, 9 Stück. Das ist doch schon besser. So. Okay, dann wollen wir doch mal hier auf den Marktplatz stromern. Da erwartet uns nämlich gleich auch eine Zwischensequenz. Na, komm schon. Es tut mir schrecklich leid, dass ihr bestohlen wurdet, aber mir sind die Hände gebunden. Aber es ist ein altes Erbstück. Und ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ich würde ja gern, aber ich habe strikte Befehle. Unverschämtheit. Immerhin steht hier keine dahergelaufene Schankmagd vor euch, sondern meine Schwester Salina, die Gauklerkönigin. Spielt euch hier nicht so auf, kleiner Mann. Ich gehe und erstatte Feldwebel Erland Bericht. Aber nur der Dame zuliebe. Okay, wir konnten einen Dialog anhören. Und dann quatschen wir doch mal mit dem Gaukler Hamlock hier. Was gibt es denn? Ich habe gerade euer Gespräch mit der Wache mitbekommen. Dann sprecht mit Salina. Immerhin hat die ein Problem und nicht ich. Ich suche zwei Lähmungszeugen für die Weiterreise nach Ferdok. Und da habt ihr nichts Besseres zu tun, als den Mann mit der lustigen Mütze zu fragen. Naja, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Pa, sehe ich aus wie ein Lähmungszeuge. Ihr stehlt meine Zeit. Ach, lasst den alten Ziegenbock. Sprecht lieber mit mir. Er mischt sich dann von ganz selbst ein. Ja, sprecht mit meiner Schwester. Die ist redseliger. Nun denn, so lustig ist die Mütze dann auch nicht. Okay, mit Salina. Ja, bitte? Ich bin Nurien Eibenfall und auf der Durchreise nach Ferdok. Ich habe zufällig euer Gespräch mit der Wache verfolgt. Ach, dann wisst ihr ja, dass ich bestohlen wurde. Ein wertvolles Diadem war es, ein Familienerbstück. Das ist höchst bedauerlich. Habt ihr denn irgendeinen Verdacht, wer als Täter in Frage kommen könnte? Naja, es war wohl... Sag es doch einfach, Schwesterchen. Dranor war es, dein geliebter Dranor. Hamlock, du alte Wetterkrähe, halte dich gefälligst aus meinen Angelegenheiten heraus. Wenn du nur immer schön auf mich hören würdest, dann hättest du weniger Probleme im Leben. Hört endlich auf damit, das ist ja nicht zum Aushalten. Wenn ihr schon dazwischen plappern müsst, dann verratet mir lieber, wie ich nach Ferdok komme. Ignoriert dieses lästige Frettchen einfach. Auch wenn Dranor in den Diebstahl verwickelt ist, glaube ich nicht, dass es seine Idee war. Bitte, findet meinen Geliebten für mich. Als Gegenleistung werde ich euch auch helfen, nach Ferdok zu gelangen. Nun gut, Salina, ich will euch helfen. Habt ihr denn eine Vermutung, wo sich Dranor versteckt halten könnte? Sucht nach Runkel Börsenhauer, das ist ein alter Freund von Dranor. Ich halte zwar nicht viel von ihm, aber vielleicht kann er euch mehr erzählen. Mich würde nicht wundern, wenn er diese Dieberei ausgeheckt hat. So, dann wollen wir noch ein paar Fragen stellen. Aber natürlich. Wollen wir mal mehr über Dranor erfahren. Genau, Liebesgeschichten, erzählt mir von ihm und euch. Ach, seufzt, mein süßer Dranor, warum musste er mich nur so enttäuschen? Ich hätte ihm alles gegeben, was eine Frau wie ich zu geben vermag. Gaukelt mir Liebe und Zuneigung vor und bestiehlt mich. Was für eine Schmach, und das mir, Salina, der Gauklerkönigin. Hehe, siehst du, Schwesterchen, so ist es schon viel in deiner Geliebten ergangen. Warum bist du immer nur so gehässig, Hamlock? Dranor und ich, wir waren ein Paar in Rajas Gunst. Genau, Raja, wieder eine Göttin. Und zwar die Göttin der Liebe, der Lust, der Leidenschaft. Meint ihr, Dranor könnte gute Gründe für seine Tat gehabt haben? Wisst ihr, wie sehr ich das hoffe? Deshalb müsst ihr ihn auch unbedingt zurückbringen, damit ich ihn zur Rede stellen kann. Okay, fragen wir mal noch mehr. Noch mehr über Dranor. Wo könnte er sich denn aufhalten? Nochmal scharf nachdenken. Genau, und jetzt kriegt sie so ein bisschen Panik und denkt, er könnte sich ja vielleicht im Wald befinden bei den miesen Dieben. Das wäre natürlich blöd. Ja, dann wollen wir da nochmal gucken. Was können wir denn noch über Dranor erfahren? Was für ein Kerl ist dieser Dranor denn?
Ach, was fragt ihr? Wollt ihr mein Leiden noch erhöhen? Drano ist ein Bild von einem Mann. Seine Haut ist wie Samt und er hat Haare wie Seide. Seine Sprache ist feurig und doch sanft zugleich. Er führt das Schwert wie ein Meister und seine Finger sind sanft und schnell an fremdem Eigentum. Verschone uns mit deinen Schwärmereien, Schwesterherz. Drano ist ein eingebildeter Stutzer, ein Taugenichts und Tagedieb, wie er im Buche steht. Jetzt langt es mir aber, alter Meckerdrache. Mischt euch doch nicht noch einmal ein, wenn ich mit eurer Schwester rede. Ach, beachtet ihn einfach nur, ihren... Beachtet ihn nicht, nur in einem Fall. So, noch mehr Fragen über Drano? Nein, okay. Dann... Ja, Zöllner Nandur, wo können wir den finden? Befindet sich am Grenzübergang Richtung Ferdok, können wir gar nicht verfehlen. Okay. Genau, wer ist dieser Stickstiefel mit der Gauklermütze überhaupt? Frag mich doch gefällig selbst, wenn ihr was von mir wollt. Ihr wolltet ja nicht mit mir reden. Ja, jetzt will ich, aber hat man euch denn keine Manieren beigebracht? Tja, darf ich vorstellen, mein Bruder Hamlock, Possenreißer und Spaßmacher. Hallo? Sagt mal, hat dir jemand gehört, was ich eben gesagt habe? Augen zu mir, wenn ihr was wollt. Schon gut, hat sich bereits erledigt. Lasst ihn sich ausmeckern, er hat sonst nichts im Leben. Na gut, was macht ihr eigentlich hier? Wir wollten ursprünglich nach Ferdok reisen, dort soll demnächst der neu erbaute Hesinde-Tempel fertig werden. Hesinde ist hat mehrere Aufgaben, ist unter anderem die Göttin der Weisheit. Anlässlich dieses Ereignisses hat der Graf von Ferdok ein großes Fest angekündigt. Tja, und wo Feste sind, sind Gaukler nicht weit. Okay. Genau, warum wird der Weg nach Ferdok überhaupt von den Wachen versperrt? Sehr gute Frage. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, selbst Nandor wollte mir nichts Näheres verraten, was sonderbar ist, da es ihm eigentlich sonst nie gelingt, mir etwas zu verheimlichen. Haha, Nandor der alte Esel, ja, nimm lieber den als Mann als diesen diebischen Dranor. Okay, verzeiht, ich muss weiterziehen, auf bald. So, damit haben wir jetzt schon mal sehr, sehr viele Fragen hier gerade mit den beiden gehabt. Aber okay, war nicht schlecht. So, diese ganzen Dialoge hier könnt ihr euch ja mal anhören. Einfach daneben stellen und die Sprechblasen, lesen. Wenn ihr das mal selber zockt, ist sehr, sehr witzig. Werde ich in diesem LP nicht machen, weil das geht sehr lange. Hier haben wir zum Beispiel ein Ehepaar, das sich streitet. Sehr lustig gemacht einfach. Und ja, okay. Oh, perfekt. Perfekt. Wollen wir doch gleich mal mit Bredo reden. Ideal, dass der gerade hier vorbeiläuft. Na komm schon. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? So, das werden wir mal komplett lesen. Seid gegrüßt. Könnt ihr mir einige Fragen beantworten? Nun, no, nicht so förmlich. Ich bin ein einfacher Krambold und das höfische Geschwätz liegt mir nicht so. Krambold? Da pflegt er ja eine seltsame Profession. Kannst ruhig Bredo zu mir sagen. Na ja, ich bin halt ein Krambold oder Kietenkerl, ganz so wie du mich nennen willst. Ich wandere von Ortschaft zu Ortschaft und verkaufe, was ich so habe. Sehr interessant, Bredo. Ich heiße Nurien Eibenpfeil. Womit handelst du? Oh, mit allem, was die Region zu bieten hat und auch Kram von anderswo hat sich schon in meine Kiepe gemogelt. Kiepe? Was bei Hesinde ist denn eine Kiepe? Na, das Holzgestell mit den Beuteln auf meinem Buckel, das ist eine Kiepe. Da drin ist der Kram, den ich verkaufe. Ich komme so an die Örtchen, die du mit einem Wagen gar nicht aufsuchen kannst. Das hört sich ja spannend an, erzähl doch bitte mehr. Genau, und wenn ihr das macht, dann gibt's zusätzliche Erfahrungspunkte, also das gleich mal als Tipp. Ich erzähl dir die Geschichte vom alten Wilbur Sumpfpflug, da weißt du am besten, wie wir Krambolde so sind. Ich bin ganz Ohr. Der alte Sumpflog saß einmal am Wegesrand, den Rücken am Stamm einer alten Rotbuche gelehnt, die schwere Kiepe neben sich, ein Pfeifchen schmauchend und von seiner Wanderschaft ausruhend. Da kam ein Wagen herangerasselt, auf dem saß ein Krämer mit breitem Hute, doch kümmerlichem Barte. Die Sorte Händler kenne ich gut, aber weiter, Bredo. Geht's Dorn entlang gehen, Greunhag? Fragte der Krämer. Wilbur maß ihn und sein Gefährt mit einem langen Blick und schüttelte schließlich den Kopf. Der Krämer stutzte, wendete aber dann seinen Wagen und fuhr zurück zum letzten Kreuzweg. Dort traf er ein altes Mütterchen. Gute Frau, sprach der Krämer, welcher ist es der Weg nach Greunhag? Und war es derselbe Weg, den das Mütterchen ihm nannte? Nun, da wies ihm die Alte just den Weg, den er soeben gekommen war. Seid ihr euch ganz sicher? Fragte der Krämer. Doch das Mütterchen schaute ihn aus ihrem runzligen Gesicht an und krächzte mit beinahe zahnlosem Mund. Gewiss doch. 76 Jahre lebe ich hier und immer ging's dann nach Breuenhag und so wird's in 100 Jahren auch noch sein. Der alte Sumpflug ist wohl ein tüchtiger Geschäftsmann gewesen, den Händler so in die falsche Richtung zu schicken. Wartet es ab. Da wendet der Krämer nämlich abermals den Wagen und fuhr den Weg wieder hinauf, voller Stolz, dem Kiepengerl nicht auf den Leim gegangen zu sein.
Als er an Wilbur vorbeifuhr, rief er, »Du hast mich vom rechten Weg verwiesen, aber hier geht's doch nach Greunhag!« Und er ließ die Peitsche knallen, dass die zweiten Zwergenponys strammer anzogen. Erzähl weiter, Bredo. Nach einer Weile gelangte der Krämer an eine Klamm, zu steil und zu schmal für seinen Wagen. Er stieg vom Bock und fluchte gar. Da kam just Wilbur des Weges und als er zu Fuße den steilen Pfad betrat, da konnte er sich's nicht verkneifen. »Wenn ich sag, es geht hier nicht nach Greunhag, dann hab ich für euch mitgedacht«, sprach er und ging pfeifend seiner Wege. Eine vortreffliche Geschichte, Bredo. Wenn du ein Kerl wie Wilbur bist, dann wird es mir eine Ehre sein, mit dir Geschäfte zu machen. Bei Avis schön ist es, einen Zuhörer mit Geduld zu finden. Entschuldige, Bredo, aber ich muss jetzt leider weiter. Ach, wenn du mir noch einen Gefallen tun willst, Nurien Eibenpfeil. Was denn für einen Gefallen, Bredo? Naja, ich habe wunde Füße vom vielen Laufen und wollte eigentlich am Bärensee ein paar Einbeeren pflücken. Daraus kann man prima Einbeerensaft machen. Einbeeren, sagst du? Ich habe zufällig ein paar Einbeeren bei mir. Das trifft sich ja hervorragend. Ich bräuchte schon einige. Hast du zufällig 10 Einbeeren, die du mir überlassen könntest? Na, 10 sind es leider noch nicht so ganz. Aber ich könnte dir die restlichen noch besorgen. Springt dabei auch noch was für mich heraus? Aber natürlich, ich gebe dir 2 Dukaten, wenn du mir 10 Einbeeren bringst. Sie wachsen direkt am See unter den Bäumen und sind wirklich einfach zu erkennen. So, Glückwunsch, wir haben jetzt auf jeden Fall Abenteuerpunkte erhalten, aus 2 Gründen. Weil wir zum einen eine Quest bekommen haben, aber ne, hier gab es ja auch eine Quest ohne Abenteuerpunkte. Und bei ihm, weil wir jetzt eben diesen langen Dialog mit ihm geführt haben, und das ist ganz, ganz oft der Fall. Aus diesem Grund werde ich die Dialoge auf jeden Fall führen. Also wer das noch nicht wusste, Leute, es lohnt sich viel zu reden. Genau. So, jetzt haben nämlich hier schon jede Menge Questaufträge, dass wir Runkel finden sollen, dass wir Dranor finden sollen, dass wir Salina als Fürsprecherin brauchen, dass wir für Bredo Bento die Einbeeren sammeln. Also ihr seht, man kann hier ganz, ganz schnell an ganz viele Quests kommen. Und Runkel Börsenhauer, den suchen wir jetzt mal als nächstes. Doch vorher erzähle ich euch nochmal kurz was übers Geld. Das haben wir hier unten. Es gibt Heller, Silbertaler und Dukaten. 100 Heller entsprechen einem Silbertaler, 100 Silbertaler entsprechen einem Dukaten. Na, so ist das also quasi. Kann man auch mit Bronze, Silber, Gold übersetzen, wenn ihr das so wollt. Genau. Ja, dann suchen wir mal Runkelbörsenhauer und bei der Gelegenheit ein paar Einbeeren. Wir wollten so schnell wie möglich an so viele Einbeeren kommen, damit wir diese Quest mit Bredo ganz, ganz flott erledigen. Das hat einen Grund, den ich euch, denke ich, im nächsten Part ausführlicher erzählen werde. Aber da gibt es einen Trick, ein kleines Geheimnis, quasi wie ein Easter Egg, mit dem man an richtig, richtig viel Kohle kommen kann. Werde ich euch dann im nächsten Part, denke ich, verraten, was es genau damit auf sich hat. So, hier haben wir auch schon Runkelbörsenhauer. Was? Wer seid ihr in Fexens Namen? Genau, Fex, wieder ein Gott. Unter anderem Schutzgott, sage ich mal, der ganzen Diebe und Gauner. Gott der Geschicklichkeit, wenn ihr so wollt. Aber auch unter anderem Gott des Glückes, genau. So. Mein Name ist Nurien Eibenpfeil. Ich suche in Salinas Auftakt nach ihrem Geliebten. Seid ihr Runkelbörsenhauer? Was? Nein, ich meine, ja, aber mit dem Diebstahl des Diadems habe ich nichts zu tun. Das mag stimmen, ansonsten hättet ihr euch schon lange aus dem Staub gemacht. Ich dachte nur, dass ihr vielleicht eine Idee habt, wo Dranor zu finden sein könnte. Vielleicht, vorhin war ein merkwürdiger Kerl bei einer Tanzdarbietung Salinas. Er ließ die Frau nicht aus den Augen, aber als alle ihre Augen auf ihrem hübschen Körper hatten, war sein Blick nur auf das Diadem gerichtet. Glaubt mir, den Blick kenne ich genau. Sicherlich eine merkwürdige Angelegenheit, aber wie soll uns das bei der Suche nach Dranor helfen? Meint ihr, der mysteriöse Fremde steckt hinter dem Diebstahl? Nicht unbedingt, aber er sprach nach der Vorstellung mit Dranor und das sah für mich danach aus, als ob er ihm gedroht hat. Dranor ist ein ehrbarer Schurke. Er würde seine Geliebte niemals bestehlen. Ich denke, wenn Dranor es war, hat der Fremde gewiss damit zu tun. Was meint ihr, wo könnte Dranor jetzt sein? Der Fremde steckt mit dieser Mörderbande unter einer Decke. Findet diese Halunken und ihr findet Dranor, verlasst euch drauf. Wo aber die Kerle ihr Versteck haben könnten, das solltet ihr den Wirt vom scharfen Wert fragen. Er kennt sich in dieser Gegend aus wie kein anderer. Vielleicht hat er eine Idee. Hoffentlich findet ihr den Burschen. Durch die Verdächtigung Salinas kann ich keinen Schritt tun, ohne dass ich von den Wachen und den Leuten hier argwöhnisch beäugt werde. Ohne jemanden, der sich hier frei bewegen kann, ist unser Auftrag wohl gescheitert. Auftrag? Was für ein Auftrag? Oh, warum verplappere ich mich immer bloß bei solchen Dingen? Ach, sei's drum. Ich und Dranor wollten der Diebesgilde in Ferdok beitreten. Es geht um eine Art Aufnahmeprüfung. Deswegen sind wir eigentlich hier. Ich verstehe. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Was sind denn das für Aufgaben?
Das würdet ihr wirklich tun? Also gut, hört zu. Es sind insgesamt 3 Aufgaben, doch ihr müsst über besonderes Fingergeschick verfügen, da ich das ich nicht habe. Deshalb bin ich mit Rano hierher gekommen, denn er ist der geborene Langfinger. Das sollte kein Problem darstellen. Was muss ich tun? Wunderbar. Nun zu den Aufgaben. Es sind wie gesagt derer 3. Aber kennen tue ich nur die erste. Sie wird uns zu den folgenden beiden führen. Sie lautet, finde die Truhe beim Avis-Schrein und bemächtige dich ihres Inhalts. Okay, noch ein paar Fragen stellen. Nochmal von diesem Fremden. Ja, ein unheimlicher Kerl war das. Der ist bestimmt gefährlich, sonst hätte Drano nie so reagiert. Nehmt euch also vor ihm in Acht. Okay. Und genau, wer könnte wissen, wo sich die Bande auffällt? Wie schon gesagt, er wird vom scharfen Schwert. Und die erste Aufgabe ist eigentlich auch klar. Okay, danke, Fex mit euch. Gut, sehr gut. Hier auf der Karte kann ich euch auch mal zeigen. Haben wir immer solche Fragezeichen. Die zeigen uns hier schon die Diebeskiste, die wir suchen müssen. Und hier den Wirt Talion. Heißt also, dass wir uns das auf jeden Fall näher angucken können. Solche Dinger hier werden wir auch noch alle öffnen. Das werde ich wahrscheinlich auch mal offscreen machen irgendwie. Damit das dann... Wir legen uns mal das Messer hier in die Hand und gleich einmal hier unten auf die Leiste. Dann können wir das nicht ganz schnell wechseln. Das machen wir auch mal mit dem Bogen. Den legen wir uns hier mal auf das zweite. Und die Pfeile können wir gleich auf den Rücken nehmen. So. Dann sind wir da schon mal gut ausgestattet. So, jetzt machen wir hier mal die Kiste auf. Das Holzfass meine ich. Oftmals befinden sich nämlich auch Einbeeren oder sowas in so etwas drin. Na okay, rostige Nägel. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Dann können wir die nämlich später verkaufen. Verbände sind sehr wichtig. Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir schon relativ viel gemacht in diesem ersten Part. Schon mal gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, vielleicht können wir ja nochmal gucken, dass wir ein paar Einbeeren sammeln. Damit wir das mit Drano gleich erledigt bekommen. Können jetzt natürlich schon zu dem See latschen, der ist bloß nicht unbedingt in der Nähe. Wirselkraut. Da ist noch ein Einbeerenstrauch. Und gucken wir doch mal hier. Und auf der Karte ist das auch angezeigt. Das ist dann übrigens welches Talent? Ich muss mal kurz gucken. Das Talent Pflanzenkunde lässt uns Pflanzen sowohl besser finden. Ja, oder war das Wildnisleben? Ich muss mal kurz schauen. Nein, okay, also es ist Wildnisleben, ist das Talent, das uns ermöglicht, hier auf der Karte auch schon Pflanzen zu sehen. Aber kann man auch, wenn man die Augen aufhält, so ganz gut entdecken. Von daher lassen wir das mal bleiben. Entschuldigung, mir läuft gerade so ein bisschen die Nase. So, hier haben wir noch einen Bärenstrauch. Das ist gut. Vielleicht kriegen wir da ja jetzt schon die entsprechende Anzahl, die wir brauchen. Na, noch nicht. Ich glaube, hier sind noch mehr. Da sind auch noch mal welche. Denn wir mit dem Auftrag in diesem Part vielleicht noch erledigen. Weil je früher Bredo nur eine... Oh, wie viel fehlt uns denn jetzt noch? 4 Einbeeren fehlen noch. Das ist nur wunderbar. Nun gut, dann erkläre ich euch vielleicht noch eine kleine Sache und dann machen wir das halt doch im nächsten Part. Genau. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es auch durchaus schief gehen kann, wenn man hier zum Beispiel solche Pflanzen erntet. Boah, Hilfe, meine Nase, furchtbar. So, ich zeige euch das mal. Hier haben wir die Konsole. Hier seht ihr das jetzt gerade schon. Pflanzenkunde. Das wird letztendlich ausgewürfelt. Das schwarze Auge, auf dem das Ganze hier basiert, ist ja ein Pen and Paper gewesen. Das heißt, man saß mit Leuten am Tisch, hatte, wie der Name schon sagt, Papier und Stift und auch einen Würfel. Und wenn man dann eben ein bestimmtes Talent benutzt hat, hat man sowohl seine Fertigkeiten, welche ja bestimmte Punkte haben, ne, eine Fähigkeit. Wir haben hier eben Pflanzenkunde mit dem Talentwert 10. Aber es kam auch immer dieser Würfel ins Spiel. Und je nachdem, welche Zahl man gewürfelt hatte, hatte das dann auch Einfluss, ob das Talent jetzt nun gelingt oder nicht.
Aber je besser das Talent ist, desto weniger kann der Würfel, sage ich mal, noch verkacken. Aber 10 ist jetzt noch kein so hoher Wert, von daher kann das eben auch sein, dass wir durchaus eine Talentprobe, dass die scheitert. Genau, das wäre mal so die grobe, ganz einfache Erklärung jetzt. Okay, aber nichtsdestotrotz, machen wir das im nächsten Part. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr hier zugeschaut habt. Bin gespannt auf eure Kommentare für diesen ersten Part und ja, bis zum nächsten Mal.